Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Fachgespräch über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Man kann geradezu sagen, am Vorabend der Vereidigung des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und deshalb glaube ich, ist das Interesse auch besonders groß an unserer heutigen Veranstaltung, um ein Stück vielleicht mehr Klarheit darüber zu bekommen, wie sich die neue amerikanische Regierung dann positioniert, was die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik und die transatlantischen Beziehungen anbetrifft. Wir alle kennen die Aussagen des künftigen US-Präsidenten. Wir haben sie auch teilweise noch diese Woche zur Kenntnis genommen. Thema NATO, Thema Russland, Thema China. Aber auch wenn er beispielsweise gesagt hat in dem Interview, die NATO sei obsolet, hat er dann doch nachher deutlich gemacht, gerade im Hinblick darauf, das Baltikum und Polen, wie wichtig doch auch die NATO sei. Und wenn man die Senatsanhörung mitverfolgt hat, und Steve Adley wird uns dazu einiges, denke ich, sagen können, hat der künftige Außenminister Tillerson und auch der künftige Verteidigungsminister, den ich noch als General kennengelernt habe, Mattis, hier doch andere Botschaften akzentuiert. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, sowohl Tillerson als auch Mattis haben Russland als eine Gefahr dargestellt. Tillerson hat in aller Klarheit gesagt, dass die NATO Verbündete Amerikas zu Recht alarmiert seien, weil Russland in die Ukraine einmarschiert sei und die Krim völkerrechtswidrig attackiert habe. Und das gilt genauso für den künftigen Verteidigungsminister. Auch die Frage der Sanktionen, auch darauf hat sich der künftige Außenminister anders als der gewählte Präsident geäußert. Und deshalb denke ich, ist es wichtiger denn je, ein Stück vielleicht Klarheit zu bekommen, wie sich gerade auch die künftigen Beziehungen darstellen, wie sich die neue amerikanische Administration und der Präsident auch zu den gesamten Themen der Außen- und Sicherheitspolitik letztlich stellen werden. Im Hinblick auf die Unterschiede hatte der Sprecher damals formuliert, dass letztendlich jeder von ihren Trumps Agenda und Trumps Visionen verfolgen würde. Also ich denke, diesbezüglich ist auch noch ein Stück Klärungsbedarf. Deshalb erhoffen wir uns, dass wir hier etwas mehr Klarheit bekommen. Ich freue mich umso mehr, dass aus den Vereinigten Staaten von Amerika Steve Hadley hier zu uns gekommen ist, der frühere Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten von Amerika in der Amtszeit von Präsident George Bush von 2005 bis 2009. Herzlich willkommen, Steve Hadley, hier bei uns im Deutschen Bundestag in Berlin. Steve Hadley, der auch mit meinem früheren Kollegen Bob Gates und Condoleezza Rice noch aktuell zusammenarbeitet, denke ich, kann uns ein Stück Klarheit verschaffen, was wir Deutschen und was wir Europäer gerade auch von der neuen Administration und dem neuen Präsidenten in diesen Fragen, die ich gerade angesprochen habe, zu erwarten haben. Und von daher freue ich mich umso mehr, dass er uns heute hier zur Verfügung steht. Ich begrüße ebenfalls ganz herzlich den außen- und sicherheitspolitischen Berater unserer Bundeskanzlerin, lieber Dr. Christoph Heusgen. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschen Bundestag. Aber auch Herr Heusgen, Sie hatten ja auch schon den einen oder anderen Kontakt, denke ich, wird das eine oder andere auch dazu sagen können, wie sich aus seiner Sicht die transatlantischen Beziehungen entwickeln, wie sich Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Zukunft darstellen, wie auch die Zusammenarbeit in der NATO. Aber ich denke auch damit, dass mehr und größere Engagement Europas sich entwickeln werden. Ebenso, denke ich, interessiert uns die Einschätzung, Sie müssen nachher ein Stück früher weg, weil dort entsprechende Gespräche auch zu führen sind, aber auch im Hinblick auf die Frage transatlantische Beziehungen, Frage Russland, Frage Sanktionen, Frage Stichwort Minsk und Syrien-Konflikt, also alles Themen, die im Grunde genommen auch in Ihrem Verantwortungsbereich hier mit behandelt werden. Und meine Damen und Herren, an diese beiden Keynote-Speaker wird sich dann anschließen eine entsprechende Diskussion und diesbezüglich
freue ich mich, dass unser zuständiger außenpolitischer Sprecher, der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit ist, Jürgen Hart, hier heute unter uns ist. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Und ebenfalls Herr Erik Kirschbaum, freue ich mich, dass er aus amerikanischer Sicht hier noch einmal die Dinge beleuchtet. Er ist Journalist und derzeit Leiter der RIAS Berlin Kommission, einer deutsch-amerikanischen Stiftung, die Austauschprogramme für Rundfunkjournalisten aus den USA und Deutschland organisiert. Herzlich willkommen ebenfalls, lieber Herr Kirschbaum. Und meine Damen und Herren, last but not least wird dann die Diskussion leiten Herr Dr. Patrick Keller. Herr Dr. Patrick Keller ist Koordinator für die Außen- und Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung und vielen von Ihnen als geschätzter Analytiker und Ratgeber bekannt. Ebenfalls herzlichen Dank, lieber Herr Keller, dass Sie diese Aufgabe hier heute übernehmen. Und zum Schluss wird hoffentlich dann mit entsprechender Klarheit zu den Fragen, die ich angesprochen habe, unser Freund Florian Hahn, der Außen-Europa-Verteidigungs- und Entwicklungspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe ist, hier dann die Dinge noch einmal zusammenfassen. Ebenfalls herzlichen Dank, lieber Florian, dass du hier an diesem Fachgespräch mitwirkst. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem nochmals herzlichen Dank für Ihr Interesse leite ich nun über und gebe das Wort an Steve Hadley, damit er uns in diese Thematik aus der amerikanischen Sicht hier ein Stück einführen kann. Steve Hadley, Sie haben das Wort. Thank you very much. It's a real honor and a privilege to be with you this afternoon, and I appreciate being invited. I think clarity on what is happening in the American political scene is very much in short supply. So what I want to try and bring you is some context, so maybe you can help understand what's going on, and then maybe some cautious projections as to what this may mean for transatlantic relations. You need to begin with the election we've just been through. And the way I try to describe it is it was an occasion and a forum for a political insurgency or a populist movement. Now, we've had populist movements, we've had political insurgencies before in the United States in our history. But they have never taken the U.S. presidency, with the exception of Andrew Jackson in 1824, and he was a general, and generals are different in the American political system. So this is a phenomenon we've never seen before. It was an election that was fought on the grounds that some Americans had been left out by globalization, that economic progress had not been uniform, and that there were a large number of people who felt they had been abandoned by their government. It was an election waged against the elites, blaming the elites for what Mr. Trump called two decades of bad policies. And I think as a basically the theme was Washington is broken, Washington isn't listening, and it's time to turn over the tables in Washington, or another way, you know, throw the rascals out. That was the mood that Donald Trump helped create and then rode to the White House. Now, what does that mean? It tells us right off that while there usually is a lot of continuity in American foreign policy, this is probably going to be a time of discontinuities, of a new team that has come in that is not invested in what has happened in the past on foreign policy, and that is coming in challenging assumptions, raising questions about first principles, things that we have taken for granted for probably two decades, and rejecting almost a presumption against the elite consensus. If the elite were for it, it's probably wrong, and it needs to be re-examined. So that is the spirit of the Trump administration. I think we can expect to see discontinuities in foreign policy.
He is bringing in people who have not had deep experience in foreign policy. And as a consequence, you know, it takes a while for a new administration to get its feet under it, get its people in place, get its policies in place. It's going to take this group even longer. And the shakedown cruise, if you're a Navy person, you know, the ship goes out, refitted, and it goes through a period of trials. The shakedown cruise is going to be longer, it's going to be bumpier, and there are going to be casualties. Some of these people are not going to work out. And Mr. Trump has shown himself to be very willing to get rid of people when he thinks they are not doing what he would like them to do. So I think we're in for a fairly long transition, a bumpy transition. I think the focus, because it's what Donald Trump knows, is going to be on economics. A man who has known him for 30 years and who's running the inauguration was in an event that my organization hosted. And he said, look, Trump doesn't know, it was to a bunch of foreign policy people. And he said, you know, Trump does not know what you people take for granted. So you need to help him. He will listen and he will learn. But he's really come in with an economic agenda, and he knows that he's got to perform on that economic agenda to keep faith with his voters. So in terms of foreign policy, I don't think Mr. Trump at this point has policies. I think he has instincts, and you see it in his tweets. He has instincts about things, but that is different than having fully developed policies. To many people's surprise, he has appointed a very strong cabinet. These people, Mattis, General Mattis for defense, Rex Tillerson for state, and other appointments that he has made. These are people who have strong, independent reputations and independent views. And that's why Trump picked them, and presumably he's willing to listen to them. And they will tell him what he thinks he needs to hear. I'm confident of that. And of course, as you've seen now played out in the confirmation hearings, we have Trump's instincts and tweets over here. And now we have considered testimony by Tillerson and by Mattis and others over here. And they don't always sync up. And let me run through. And so what we are embarked on once they are confirmed is going to be an internal process within the Trump administration to see how you reconcile Trump's instincts and tweets with the views of his cabinet secretaries. And that's not going to be the only game in town, because the policy game is also going to be played by the Congress of the United States. It is going to be played by those elites and the press that Trump ran against and vilified. I have never seen Washington so oriented against a new president. And the media and the elites were going to, you can bet on it, try to show they were right and the American voter was wrong, and that Trump is a disaster. And you're going to see that. There's going to be a strong element of that in Washington. So the bottom line is we're in for a very fractious, noisy process in Washington for the next year. And I would urge all our friends overseas, step back. Recognize what has happened politically in the United States is new. It's going to take time to sort out. I would urge strategic patience, and I would urge people not to overreact, whether it's to Trump's tweets or initial trial statements. Give them time to sort it out. And the other thing I recommend to foreign leaders is come to Washington as soon as you can. Meet with Trump. Meet with this new team that is not experienced in foreign policy and counsel with them and give them your best advice. They need it, and I think they will take it and will look for it. So it's, I think it's a real opportunity for people like Chancellor Merkel to help mold and fashion the policies of this new administration. I want to dwell on a couple things now, moving into the issue of transatlantic relationships and where we hear one thing from Trump and something from his nominees, and sort of frame the issues, and then I want to give you my sense of how it may sort out.
in terms of the policies that may come out of it. So Trump has been very critical of allies, said they are not carrying their fair share of the weight. This is not a new theme. Americans have been saying this even about NATO for over two decades. But Trump has said it with an edge and basically said if the allies don't do more, then we should do less. That's a new element, no question about it. On the other hand, if you listen to his cabinet nominees, you heard a number of them saying that America's alliance relationships are one of the great resources and assets for the United States as it deals with foreign policy. So people like Tillerson, people like Mattis, they understand the importance of alliances. That will have to be sorted out. Trump has questioned NATO, questioned its continued utility. If, again, you looked at the confirmation statements and testimony of his nominees, a lot of reaffirmation of NATO as the most successful military alliance in history. A lot of favorable statements from Trump about Russia. Again, if you listen to Tillerson and to Mattis and to Pompeo, the CIA nominee, very much sounds more like Mitt Romney, who ran for president in 2012 and called Russia the strategic threat to the United States. Pretty big gap here. Trump has been critical of the EU. He has celebrated Brexit. He anticipates more countries leaving the EU and, in some sense, celebrates that. And again, I think you've seen in the people he's appointed to office a more traditional view that European integration has been a common project of America and the United States for 60 years and has been brought unprecedented peace and prosperity to Europe. The one thing Trump seems to agree with his nominees is that bilateral relations are important, and the most important bilateral relationship is Germany. So if there's one piece of good news in this disconnect, that's an area where there does not seem to be a disconnect. And secondly, and finally, Trump has been clear that he is, while he may question NATO, he is committed to European security. While he wants to try to have a new relationship with Russia, he emphasizes again the commitment to European security. So Trump has a lot of things to sort out in his own mind, as well as things he needs to sort out with his soon-to-be cabinet secretaries. I want to leave you with this. I want to say one thing, and then I want to show how I think this sorts out. But a train wreck is not inevitable here. It is not a time for premature despair. I don't even think a train wreck is likely. I think it can be avoided and will be avoided. I think there is a plausible landing plan pad between what you've heard from Trump and what you hear from his cabinet nominees, and a basis for a consensus for them and between them and the Congress and the American people. And I think it goes like this. I think they will, in the end of the day, recommit to NATO, but they will raise questions about whether NATO, a Cold War institution, is adapted to the current circumstances. There are people in this room who have spent the last 30 years shaping NATO from a Cold War institution to a very relevant institution today. I'm not sure that Trump's people know that history, and we're going to have to teach it to them. But I think the outcome there is going to be a recommitment to NATO, but looking, excuse me, to see whether further adaptation is required. And given the way the world has changed, that's not a bad exercise for us to be undertaking. How does it address some of the new risks like cyber and the rest? So I think that will be actually a positive outcome. I think you will hear him recommitting to the importance of alliances, but also saying that allies need to do more for themselves. I would hope they would also come up with a mantra of more for more. If allies will do more, Americans will be willing to do more. I think if you look at the polling data, that's where the American people are. They are not for isolationism. They are not pulling away from alliances. They are not pulling away from American leadership. But they want America to lead with others, with friends and allies, and they want the friends and allies to take more responsibility. That's not a bad outcome. That's where the polls tell you the American people are. I think that there's a good chance that that's where the Trump administration
will end up. Again, I think the chances are good for strong U.S.-German bilateral ties. I have seen Chancellor Merkel deal with very different personalities, George Bush and Barack Obama, and she dealt with each and both of them brilliantly, and my guess is that she'll figure out Donald Trump in pretty short order, and Christoph will help her. I think there will be a desire to work together on common security threats. That's a theme that Trump has already been pushing. I think he will be rhetorically unhelpful on the EU. I think he believes that it is an elite project that has never been sold to the European population, and he has some support for that. And that what you're seeing in Brexit and some of the discontent on the right is people wanting, as he said at one point after Brexit, I love it when people take back control of their country. This is a populist guy, and he's going to continue to talk that way, and it will complicate, I think, European politics and complicate the life of the European Union. But ultimately, look, Europeans are going to decide where the European heads. That's as it should be. And so I think this is manageable, but it will be part of the landscape at least for a while. What am I worried about? I'm worried about a U.S.-Russia deal on Syria that compromises some of our principles, whether being too congenial to Assad too congenial to conceding Iran and Russia a permanent role there. I worry about that. I think there is a space for real progress and a compromise in Syria, but I'm not sure my prescription would be the same as what I've heard from Mr. Trump. I worry about that. I worry about the protectionism. There is not a free trader yet named in any of his key economic ministries. And I worry about that. And my only hope is they'll realize that they can't both have 4% economic growth, which Trump has talked about wanting, and still have trade wars, particularly with China. That's not going to compute. And I hope they will figure that out. I'm most worried about Russia. I've had conversations with a number of Russia policy. I've had conversations with a number of people close to Mr. Trump. And they have bought into this narrative, which has been around for a while, that the United States misread the end of the Cold War, that NATO enlargement was a mistake, that it was a provocation to Russia, that the support of the color revolutions, particularly in Ukraine, was probably a mistake, and that somehow we got on the wrong track with Russia. And we just need to reach out to the Russians and get on a better one. Well, I would say that's fine. We are in a bad direction with Russia. It can take some work. But, you know, we've heard this before. You know, President Bush looked into Putin's eyes and saw his soul. Bob Gates said, yes, he should have seen the soul of a KGB agent. Maybe Mr. Bush missed that. We had a reset under the Obama administration. That didn't go particularly well. The Clinton administration also tried to bring Russia towards the West, to bring Russia to be a society based on Western principles and values. And I think the truth is, Russia's made clear that at least under President Putin, that is not what they want. They have a view of Russian exceptionalism that is not moving to integrate into the Western system and Western values. That is the reality. I hope that Mr. Trump will make some progress with Russia on these various issues in close consultations with our friends and allies, and listen particularly closely to Christoph and Angela Merkel. I hope they make some progress, but my own view is that the realities of Putin's policies will end up instructing the Trump administration. And they probably will not go as far as they want. But again, I would go back to a point I made before. This is a new team. It's relatively inexperienced in foreign policy. This is a president who has not devoted a whole lot of time to it. And I urge strategic patience,
Give them time to sort it out. And then please, leaders, come to the United States, sit down with the new team, establish good personal relations with them, and help them sort it out. I think it can make an enormous contribution to not only the prosperity and security of Europe, but also to the United States. Thank you very much. Thank you, Mr. Hadley. You said clarity about the policies of the incoming administration was in short supply, so thank you for providing a clearer understanding, at least of the political context and the challenges ahead, and also for injecting, I think, a healthy dose of optimism into our debate. We will dig deeper into that during our panel discussion, but now please let's hear now from Christoph Heusgen, dem Außen- und Sicherheitspolitischen Berater der Bundeskanzlerin. Herr Heusgen, bitteschön. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Jung, lieber Herr Hart. Ich vermute ja, dass Sie beide hinter dem Bild-Zeitung-Interview von Präsident-elect Trump stehen, sonst wäre das nicht so voll geworden hier. Also Glückwunsch zu dieser Initiative. Nein, vielen Dank und ich freue mich natürlich sehr, Steve Hadley hier wiederzusehen. Wir haben von Ende 2005 bis Anfang 2009 zusammengearbeitet. Das waren wunderbare Lehrjahre für mich und es freut mich sehr, dass diese unsere Bekanntschaft, unsere Zusammenarbeit auch über die Jahre hinweg getragen hat. Und als man über die neue Administration las und auch über das Kabinett, da war es schon sehr beruhigend zu lesen, dass Rex Tillerson beraten und unterstützt wird von Steve Hadley. Seither schläft man wieder sehr viel besser. Steve, also vielen Dank, dass du den Weg hier rüber, den Weg genommen hast, rüberzukommen und uns hier doch deine Einsichten in die Administration, was uns zu erwarten hat, gegeben hast. Vor allen Dingen, was du gesagt hast, von wegen Strategic Patience. Ich glaube, das ist etwas, dafür sind wir nicht berühmt hier, bekannt hier in Deutschland oder zumindest nicht im politischen Deutschland, aber ich glaube, das ist wirklich gefragt. Zur Frage, was bedeutet der neue Präsident für die transatlantischen Beziehungen und die Entwicklung in Europa, möchte ich fünf allgemeine Punkte machen. Der erste ist einer, der wahrscheinlich die meisten zum Gähnen bringen will, aber wird aber trotzdem, glaube ich, das ist wichtig, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen der Bedeutung der transatlantischen Beziehungen für Deutschland. Diese Beziehungen haben in der Vergangenheit, stellen es dar und werden es darstellen, das Fundament unseres Landes, unserer außenpolitischen Beziehungen. Wenn wir zurückschauen, hätte die Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben, es hätte das Grundgesetz in seiner Ausprägung nicht so gegeben, wenn es nicht Amerika gegeben hätte. Es hätte hier in Berlin die Luftbrücke nicht gegeben. Es hätte nicht die NATO gegeben. Es hätte nicht die Rückversicherung der NATO gegeben in Zeiten des Kalten Krieges ohne unsere amerikanischen Freunde. Es hätte vor allen Dingen nicht die Wiedervereinigung gegeben in der Art und Weise, wie wir sie erlebt haben, wie wir sie auch mitgestaltet haben, wenn es nicht Amerika gegeben hätte. Amerika war immer auch ein Vorreiter des Freihandels, das ein Prinzip, das Deutschland auch den Wohlstand gebracht hat, den wir genießen. Und dieses Fundament, auf dem wir stehen, auf dem wir unser Land gebaut haben, dieses Fundament ist stark und dieses Fundament, da braucht man eben vielleicht etwas Strategic Patience, aber ich bin sicher, dass dieses Fundament halten wird. Die USA stehen in ihrer Geschichte für Werte, die uns wichtig sind, die sie uns vermittelt haben. Im globalen Wettstreit der Systeme, wo man ja nicht gerade sagen kann, dass Demokratien, dass Rechtsstaat, dass persönliche Freiheiten auf dem Vormarsch sind, ist diese Partnerschaft, diese natürliche Partnerschaft wichtiger als jemals. Und aus unserer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, wollen wir auf dieser Grundlage diese Beziehung weitertreiben. Und wir werden natürlich alles tun, auch die Ratschläge von Steve annehmen, auf die Regierung zugehen
und sehen, dass wir dieses Fundament weiter stabil halten. Zweiter Punkt bei aller Kontinuität der Rolle Amerikas, auch der transatlantischen Beziehungen, so werden wir natürlich auch Wandel erleben und wir haben Wandel erlebt. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, auch vielleicht unter dem Eindruck vor allem des Irakkriegs, dass die USA nicht mehr willens sind, vielleicht auch nicht mehr in der Lage sind, die Rolle des Weltpolizisten zu spielen, den sie über die Jahrzehnte gespielt haben. Wie gesagt, der Irakkrieg hat seine Spuren hinterlassen, die Herausforderungen haben wir alle den Eindruck, werden größer und mehr. Nicht überall kann Amerika die Rolle spielen, die es vielleicht früher gespielt hätte. Auch muss man realisieren, dass auf der einen Seite Amerikas Gewicht sehr stark geblieben ist, Gott sei Dank. Gleichzeitig ist aber das relative Gewicht anderer stärker geworden. Russland, China, andere Schwellenländer. Und auch das hat natürlich Herausforderungen. Und dann, was den Raum anbelangt, der gerade ganz besonders in unserem Interesse ist, weil von dort die Flüchtlinge kommen, weil dort Instabilitäten sind, der ganze Raum des Nahen und Mittleren Ostens. Da müssen wir natürlich auch realisieren, dass Amerika durch sein Fracking heute sich selbst versorgen kann mit Energieträgern, Öl, Gas und deswegen nicht so angewiesen ist auf die Stabilität dieser Region, wie es früher gewesen ist. Auch das sind Punkte, die man in Rechnung ziehen muss. Die Konsequenz daraus ist, dass Deutschland bereit sein muss, mehr Aufgaben zu schultern. Aber das ist nichts Neues. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Wobei ich das gar nicht als sehe, dass man Aufgaben übernimmt und der andere sich verabschiedet oder weniger, sondern dass man das gemeinsam macht. Und wenn Sie einige wichtige außenpolitische Ereignisse in den letzten Jahren sich anschauen, zumindest in der Umgebung Europas, so ist dieser Trend, nämlich Europa übernimmt mehr Verantwortung, Amerika zieht sich etwas zurück, doch bei einigen Ereignissen klar geworden. Der berühmte Iran-Nuclear-Deal ist einer, bei dem der nicht ausgehandelt worden ist zwischen USA und Iran, sondern der ausgehandelt worden ist zwischen den Europäern auf der einen Seite und USA auf der einen Seite und dann Russland und China auf der anderen, aber eben in der Zusammenarbeit, in einer sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen USA und Europa auf der einen Seite. Die Balkankriege in den 90er Jahren, die uns ja aus unserem kurzzeitigen Paradies nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgeweckt haben, diese Balkankriege wären nicht zu Ende gegangen, nicht so zu Ende, wie sie zu Ende gegangen sind, wenn es nicht Amerika gegeben hätte, was bereit war, sich dort auch wieder zu engagieren. Wenn Sie sich den Balkan heute anschauen, so haben wir nach wie vor eine Reihe von Instabilitäten, Unsicherheiten, krisenhafte Entwicklungen, aber heute sind es in erster Linie Europäer, die EU, die sich darum kümmert, einzelne Mitgliedstaaten, da ist nicht mehr Amerika in the lead, aber Amerika macht mit, wir stimmen es mit Amerika ab. Letztes Beispiel für eine Entwicklung, die sich aus meiner Sicht fortsetzen wird, ist die Ukraine-Krise, der Versuch, die Krise in Südukraine zu lösen. Da ist das Normandie-Format gegründet worden, eher ein bisschen aus einer Verlegenheit, aber eben aus einer Situation, wo die USA eben nicht mit Russland in erster Linie versucht haben, diese Krise zu lösen, sondern wo es ein gewisses Vakuum gab, in das dann Präsident Hollande und die Kanzlerin dann eingetreten sind und versuchen bis heute dieses Problem, wenn nicht zu lösen, dann zumindest in seinen Auswirkungen begrenzt zu halten, wiederum in sehr, sehr enger Abstimmung mit unseren amerikanischen Freunden. Dritter Punkt, was sind die Konsequenzen für Deutschland und Europa? Ich glaube, dass wir für Deutschland
in erster Linie uns darauf einstellen müssen, dass der Trend der letzten Jahre, nämlich dass Deutschland sich stärker engagieren muss im Krisenmanagement, dass es mehr Fähigkeiten auch auf die Beine stellen muss, dass dieser Trend weitergeht. Wir haben es schon heute so, dass unsere Bundeswehr schon fast einer Rekordzahl von verschiedenen Missionen, Operationen engagiert ist. Ich glaube, dass das weiter zunehmen wird und dabei aber in der spezifisch deutschen Ausprägung, nämlich aufgrund der Analysen, die ja, mittlerweile allgemeingut ist, dass keine Krise allein mit militärischen Mitteln gelöst werden kann, werden wir in Deutschland sehen, in Europa, dass wir diese verschiedenen Instrumente des Krisenmanagements, die auch bereit sind außerhalb der Grenzen, dass sie auch außerhalb der Grenzen eingesetzt werden, dass wir das weiter aufbauen müssen. Dazu gehört Polizei, dazu gehört Diplomatie, dazu gehört aber auch die Entwicklungszusammenarbeit. Wir werden die Haushaltsmittel aufstocken müssen, genauso wie in den letzten Regierungen der Bundeskanzlerin systematisch die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit in Richtung 0,7 ODA-Quote auch erhöht worden sind, werden wir das auch machen müssen im Hinblick auf die Ausgaben für die Verteidigung. Wir werden uns schrittweise an die 2%-Grenze werden wir uns heranbewegen müssen. Und wenn Sie sich den letzten Haushalt angucken, dann wird diese Linie auch schon vorgegeben. Die NATO bleibt wichtig. Aus dem Trump-Interview wird immer wieder zitiert, dass er gesagt hat, die NATO sei obsolet. In demselben Satz im Interview sagt er zum Schluss, die NATO bleibt wichtig. Von daher glaube ich, brauchen wir im Hinblick auf NATO unter den Bedingungen auch, die Steve genannt hat, brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Aber eben, wir müssen unseren Beitrag leisten. Und wenn Sie sich anschauen, was die NATO macht, so sind das ja eben nicht die, ist es nicht die klassische NATO-Landesverteidigung, da komme ich gleich zu, aber es sind eben schon Einsätze im Kampf gegen den Terrorismus. Der Afghanistan-Einsatz, einer der größten NATO-Einsätze, ist ein Antiterror-Einsatz gewesen, ist einer und einer der längsten Einsätze der NATO. Und wir sind der Auffassung, wir können diesen Einsatz auch nicht kurzfristig beenden, wenn wir nicht wieder eine Situation haben wollen, wo Terroristen Freiraum gegeben wird, um ihr Unwesen zu treiben. Wir bleiben weiter als Einsatz im Kosovo. Die jüngsten Spannungen auch am letzten Wochenende haben wieder gezeigt, wie wichtig auch da eine Präsenz ist. Wir haben ja auch im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstrom über die Ägäis kurzfristig mit der NATO einen Einsatz machen können, eine Aktivität in der Ägäis. Also das ist nicht die klassische NATO, sondern da hat die NATO eine Aufgabe erfüllt für eine Herausforderung, die sehr neu ist. Aber für die NATO gilt eben auch, dass wir sie als klassische Landesverteidigung weiter brauchen. Nach der russischen Aggression in der Ukraine war es nur logisch und ich finde, die NATO hat gezeigt, dass sie nach wie vor ein Bündnis ist, was auf Herausforderungen reagieren kann. Haben wir als NATO entsprechend reagiert mit der schnellen Eingreiftruppe und mit den Vorwärtsstationierungen im Baltikum in Polen. Und Deutschland hat, indem es ein Bataillon führt in Litauen, gezeigt, dass es da seinen Beitrag bereit ist, auch zu erbringen. Wenn man sich überhaupt die NATO-Operationen anschaut, von Afghanistan auch über Kosovo oder Ägäis und so weiter, so brauchen wir unseren Beitrag nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern können da, glaube ich, auch durchaus selbstbewusst auftreten. Fünfter Punkt, den ich noch machen möchte für Fälle, wenn es eben so ist, dass die USA entscheiden sollte, dass sie eben bei einer Operation, bei einer NATO-Operation nicht mitmacht, weil es nicht will, weil es in einer Region stattfindet, in der die USA, in der die NATO als solche nicht akzeptiert wird, dann muss die EU in der Lage sein und
Das müssen wir weiterentwickeln, ohne dass, was die Truppen anbelangt, man eine Duplizierung bekommt, aber dass die NATO in die fähig ist, auch Operationen durchzuführen. Und so ist schon beim letzten Europäischen Rat die Entscheidung getroffen worden, dass die NATO eine eigene Planungs- und Führungsfähigkeit, eine Art Hauptquartier aufstellt, damit eben solche Operationen tatsächlich auch durchgeführt werden. Wir haben eine Reihe von Einsätzen ja schon, die EU sehr erfolgreich führt, vom Einsatz vom Horn von Afrika bis EU Taskforce in Mali oder auch für die EU gilt ja auch, was ich gesagt habe, für Deutschland, dass man eben dieses breite Spektrum von Management, von Krisenmanagement-Instrumenten hat. So gibt es auch eine Reihe von eben zivilen Missionen der Europäischen Union. Das muss weitergehen. Die EU muss diese Fähigkeit haben, immer in Komplementarität zur NATO, immer wenn NATO bereit ist, wenn Amerika bereit ist, mitzumachen, gilt aus meiner Sicht NATO first, aber man muss eben für Alternativen bereitstehen. Und das wird aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt sein, wenn es jetzt in Malta, wenn es dann beim Jubiläumsgipfel der EU in Rom im März darum geht, zu sehen, wo entwickelt sich, wo müssen wir die EU weiterentwickeln, dann ist es natürlich die innere Sicherheit, Fragen der Migration, dann ist es aber auch die Frage der äußeren Sicherheit und die Frage, über die ich gerade gesprochen habe, neben der Frage auch der Wettbewerbsfähigkeit. Dabei, um da nochmal drauf zu kommen, weil oft hier auch aus Reihen des Parlaments der Punkt kommt, wir brauchen als Konsequenz eine europäische Armee. Ich glaube, dass das illusorisch ist, aber was wir machen müssen, auch angesichts begrenzter Mittel, dass wir bei der Bündelung der Kräfte, bei der Arbeitsteilung, dass wir da noch mehr Fortschritte machen. Da ist in den letzten Jahren sehr viel erfolgt. Da haben wir zwischen Deutschland und Frankreich sehr viel erreicht. Da haben wir sehr viel auch sehr Praktisches mit den Niederlanden erreicht. Ich glaube, dass wir da in der Zukunft noch mehr machen müssen, dass wir sehen, wie wir ganz praktisch eine Arbeitsteilung bekommen, wo sich die Partner auch aufeinander verlassen können, dass dann, wenn Bedarf ist, tatsächlich in einer Arbeitsteilung, auf die man sich verlässt, auch Deutschland dann für den Fall seinen Beitrag leisten kann. Diese Verlässlichkeit müssen wir liefern. Insgesamt, ich bin der Meinung, dass wir eben mit Strategic Patience, dass wir auf die neue Administration antworten sollen, dass wir unsere Auffassungen der Administration auch vermitteln sollen. Dort ist, auch aus den ersten Gesprächen, die ich geführt habe, ist es so, dass dort bei einigen das Verständnis nicht überaus geprägt ist, was die EU anbelangt, wie gewisse Probleme zusammenhängen, was die Hintergründe sind. Und Steve Hadley hat eben die Frage mit Russland angesprochen. Da kann ich nur sagen, also wenn der Präsident eben ein Dealmaker ist, dann kann man ihm vielleicht dann auch nahebringen, dass dieser Ukraine-Krise ja auch verursacht worden ist, dadurch, dass ein Deal nicht eingehalten worden ist. Dort hat der Präsident hat gerade in dem Bild-Interview gesagt, dass er auch für nukleare Abrüstung ist. Und der Deal, auf die sich die ukrainische Regierung eingelassen hatte vor 20 Jahren, war, dass er gesagt hat, wir verzichten auf unsere Nuklearwaffen und als Gegenleistung bekommen wir eine Garantie Russlands für unsere territoriale Souveränität und Integrität. Das ist ein Deal, der nicht eingehalten worden ist. Ich glaube, das muss man manchmal hier auch in Deutschland noch mal in Erinnerung rufen. Das müssen wir auch dem amerikanischen Präsidenten in Erinnerung rufen und auf der seiner Grundlage eben dann, in der man auch vor dem Hintergrund der tatsächlichen Entwicklungen dann überlegen, wie man weiterkommt, die Hand ausstrecken und versuchen, zu einer Lösung zu kommen. Wie Steve gesagt hat, wir haben alle ein großes Interesse daran, dass wir ein gutes Verhältnis mit Russland haben. Lassen Sie mich schließen mit einer Erinnerung. Wer war das? Andrew Jackson haben wir nicht erlebt, aber wir haben Präsident Reagan und seine Inauguration erlebt und seinerzeit ging es auch so, dass
sehr, sehr viele in Deutschland gesagt haben, wie kann es nur sein, dass ein in Amerika ein Schauspieler Präsident wird. Und wir haben es erlebt vor 4, 5 Jahren, dass für diesen Schauspieler, den Präsidenten, wo alle gesagt haben, Deutschland die Hände über den Kopf geschlagen haben, da hat der regierende SPD-Bürgermeister von Berlin eine Gedenkplatte vor dem Brandenburger Tor eingelassen. Und die Sicht ist heute anders. Jetzt will ich damit nichts vorwegnehmen, aber ich sage Gelassenheit. Und wir wollen mit der neuen amerikanischen Regierung zusammenarbeiten, auf der Grundlage, wie ich sie dargestellt habe. Und wir werden das mit Strategic Patience machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heusgen. Ja, mit diesen ersten drei Stellungnahmen haben wir jetzt eine gute Grundlage für unsere Podiumsdiskussion, in die wir auch den Abgeordneten Hart und Herrn Kirschbaum mit einbeziehen können. Dafür haben wir eine Stunde Zeit ungefähr. Dann gibt es das Schlussstatement. Ich würde mir wünschen, dass wir auch so 20 bis 30 Minuten Zeit haben für Ihre Fragen und Stellungnahmen. Aber zunächst noch die Gelegenheit geben hier für den Austausch auf dem Podium. Herr Heusgen hat es gerade gesagt, wir treffen uns unmittelbar vor der Inauguration, der Inauguration des neuen amerikanischen Präsidenten. Sie wissen, der Begriff kommt aus dem alten Rom, gemeint war die Amtseinführung der Auguren, der Beamten, deren Aufgabe es war, die zukünftigen Staatsgeschäfte zu beurteilen, ob sie dem Götterwillen entsprechen oder nicht. Und diese Beamten haben das gemacht, indem sie den Flug der Vögel beobachtet haben und das Geschrei der Vögel beobachtet haben und angehört haben. Wir in unserer modernen Zeit brauchen das nicht mehr zu tun. Wir haben das Geschrei von Twitter und das Gezwitscher von Twitter und können anhand dessen in die Zukunft gucken. Das heißt, wir sind nicht ahnungslos, was die Zukunft anbetrifft, sondern höchstens unsicher. Wir haben jetzt von allen dreien gehört, wie wichtig es ist, mit strategischer Geduld die transatlantischen Beziehungen zu festigen. Stephen Hartley hat gesagt, wir müssen dahin kommen, ein More for More zu erreichen, dass beide Seiten sich noch mehr engagieren in diesen transatlantischen Beziehungen. Und deswegen die Eingangsfrage an Sie, Herr Hart, als Koordinator für die transatlantischen Beziehungen. Ganz konkret, wie macht man denn das? Was bieten Sie denn der Regierung Trump an, um zu diesem More for More zu kommen? Und wie argumentieren Sie in diesem Bundestagswahljahr vor der deutschen Bevölkerung, dass es richtig ist, mit diesem Präsidenten zusammenzuarbeiten? Ich glaube, die letzte Frage ist schon einfach zu beantworten, weil ich davon überzeugt bin, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland nach wie vor der Meinung ist, dass es gut ist, gute Beziehungen zu Amerika zu haben. Nicht alle messen ihr diese Exklusivität bei, wie das überzeugte Transatlantiker tun. Der eine oder andere verfällt auch in dem Glauben, es wäre irgendwie gut, man hätte den gleichen Abstand zu Russland wie zu Amerika. Das tun wir als christliche Demokraten nicht. Aber generell glaube ich, dass wir in Deutschland schon die Menschen davon überzeugen können, dass die aktuelle politische Entscheidung der Bürger dieses Landes, Donald Trump zum Präsidenten zu machen, nicht bedeutet, dass zwischen den Völkern etwas ganz konkret sich ändern muss. Ich glaube allerdings, dass diese Wahl auch der Ausdruck einer Zeitenwende dahingehend ist, dass tatsächlich unabhängig, wer amerikanischer Präsident geworden wäre, die Forderung oder der Ruf, dass Europa, dass speziell Deutschland in Europa mehr Verantwortung übernimmt für Außen- und Sicherheitspolitik, für den Frieden in der Welt, für das Wohlgedeihen des Zusammenlebens der Völker, dass das auch von einer Präsidentin Clinton in der Form, vielleicht mit anderen Worten, aber im Prinzip so gekommen wäre. Und deswegen haben wir entsprechende Schritte bereits eingeleitet und werden in diesem Jahr auch eine öffentliche Diskussion sicherlich darüber führen, ob wir tatsächlich, was wir konkret tun können und in welchem Maße wir das tatsächlich tun. Wir haben den Verteidigungshaushalt um 8% angehoben für 2017. Wir werden auch die Zahl der Soldaten der Bundeswehr erhöhen, weil wir diese Bedrohung im Bereich IT-Cyber sehen und deswegen auch eine neue Teilstreitkraft bei der Bundeswehr einrichten werden, um dort wiederum in der NATO auch ein Stück weit führend zu sein, was diese Fähigkeiten angeht. Und wir erleben überraschend wenig Kritik der Öffentlichkeit an diesen Entscheidungen. Noch vor wenigen Jahren hätte eine deutliche Steigerung des Verteidigungshaushalts sicherlich ein wesentlich deutlicheres Blätterrauschen und Twitter-Zwitschern heraus hervorgerufen, als das jetzt der Fall ist. Wir müssen uns also langfristig darauf einstellen, dass wir mehr Verantwortung
übernehmen müssen. Das ist aber kein, aus meiner Sicht kein spezifisches Trump-Thema, sondern das ist ein Thema, das vielleicht jetzt allenfalls beschleunigt und fokussiert wird, dadurch, dass der neue amerikanische Präsident es noch deutlicher vorträgt, als andere das taten. Ich glaube, wir müssen uns kurzfristig allerdings schon darauf einstellen, dass es durchaus rumpeln und knirschen kann im Verhältnis, angefangen von der Tatsache, dass die amerikanische Administration jetzt lediglich in ihren Köpfen sichtbar ist, aber viele Funktionen voraussichtlich auch Wochen und Monate noch unbesetzt bleiben werden. Also es wird keinen Europaabteilungsleiter im State Department geben in den nächsten Wochen, mit dem man eben auf dem kurzen Draht telefonieren kann. Es ist zum Beispiel offen, ob und wie Amerika die Einladung Russlands annimmt, an der Astana-Konferenz teilzunehmen, weil schlicht die Frage offen ist, welcher Beamte, welcher Unterstaatssekretär oder wer auch immer fährt da überhaupt hin. Das sind Dinge, im Übrigen auch unser Botschafter, mit dem ich gerade noch zu Mittag gegessen habe, der amerikanische Botschafter in Deutschland, wird übermorgen die Heimreise antreten, ebenso wie der EU-Botschafter Gardiner. Also das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir über Wochen ein kleines Vakuum haben werden. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir unsererseits versuchen, die Gesprächsfäden zu knüpfen, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages versuchen, die intensiven Kontakte, die bereits bestehen, Richtung Kongress auch zu nutzen. Als Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit habe ich Ende November amerikanische Senatoren getroffen und habe zu drei Themen, wie ich finde, beruhigende Aussagen bekommen. Einmal zum Thema NATO, wo mir John McCain sagte, dass er mit Frau Shaheen, also der Demokratin im Auswärtigen Ausschuss, 100% einer Meinung sei, dass an den Fundamenten der NATO, an der Beistandsverpflichtung, an der führenden Rolle Amerikas in der NATO nicht gerüttelt wird. Das fand ich eine beruhigende Botschaft und sie deckt sich exakt mit dem, was der zukünftige Verteidigungsminister und der zukünftige Außenminister in der Anhörung gesagt hat. Also da ist mir schon klar, dass offensichtlich die Senatsposition schon auch Chancen hat, Regierungsposition zu werden. An einem zweiten Punkt habe ich auch intensiv nachgefragt, das ist die Frage der Handelspolitik. Da haben mir ebenfalls diese Senatoren gesagt, freier Handel und Liberalisierung von Handelsbeziehungen ist genetischer Code der Republikanischen Partei, seit es sie gibt. Und von daher, und der Kongress habe dem Weißen Haus nicht die Handelsvollmacht, also die Trade Promotion Authority, erteilt, dass der Präsident sie nicht nutze. Es wäre ein historischer Fehler, wenn der neue Präsident die Bemühungen um Handelsabkommen sowohl mit Asien als auch mit Europa nicht fortsetzen würde. Und da würde der Kongress auf großen Wert legen. Also das waren überwiegend die republikanischen Senatoren, mit denen ich gesprochen habe. Der dritte Punkt war die Frage, wie geht es weiter mit der Klimapolitik? Ich habe aus dem Senat nicht gehört, dass man das Pariser Abkommen kündigen will, aber ich habe schon vernommen, dass vermutlich mit die ersten Entscheidungen der neuen Administration sein wird, die Beschränkung der Wirtschaftstätigkeit in Amerika, die aus Gründen der Erreichung von Klimazielen eingeleitet wurden, also das Verbot von Exploration von Ölquellen, die Einschränkungen für die Kohleverstromung, um mal zwei Beispiele zu nennen, dass die vermutlich relativ kurzfristig zurückgenommen werden. Da ist auch ein starker Druck seitens der republikanischen Mehrheit im Haus, in beiden Häusern des Kongresses zu verspüren, sodass ich fürchte, dass Amerika zwar nicht das China, das Klimaabkommen kündigen wird, aber dass Amerika die Schritte, die notwendig sind, um die nationalen amerikanischen Ziele zu erreichen, dass diese Schritte zurückgenommen werden. Das waren konkrete Erkenntnisse über das, was wir von der amerikanischen Politik zu erwarten haben. Und ich kann nur jedem Kollegen in der Bundestagsfraktion raten, nutzt eure Kontakte, die ihr habt, in welchem politischen Feld auch immer, fahrt nach Washington. Auch wenn ihr niemanden aus der Regierung treffen könnt, macht eure Besuche auf dem Hill, je öfter wir dort sind, desto besser. Es ist auch so, dass man im Übrigen feststellt, dass alle in Washington schon am liebsten mit Deutschen sprechen, wenn Europäer kommen. Also das Lippenbekenntnis, vielleicht frühere Lippenbekenntnis, Deutschland ist unser wichtigster Partner, Klammer auf, da war immer die Beziehung zu Großbritannien natürlich von besonderer Bedeutung, ist, glaube ich, einer Überzeugung gewichen, dass wenn Deutschland handelt und wenn es Deutschland gut geht und wenn Deutschland politisch gut geführt wird, dass das gut für die ganze Welt und auch für die transatlantischen Beziehungen ist. Und als ich in
Halifax war, auf der Sicherheitskonferenz, an dem Sonntagmorgen gefrühstückt habe. Das war der Sonntag, an dem Frau Merkel bekannt gegeben hat, dass sie wieder Kanzler werden will, bekam ich Glückwünsche, auch von Senatoren und Congressmen, von denen ich das jetzt nicht spontan erwartet hatte. Und die Tage davor war die wichtigste oder erste Frage, die mich an mich als Deutscher immer gerichtet wurde, will she run again? Und ich habe dann gesagt, ich wäre absolut sicher, dass sie es tut und würde mir das auch wünschen. Und zwei Tage später hat sie es dann auch bekannt gegeben. Also man schaut auf Deutschland, man schaut auf die Kanzlerin und man schaut natürlich auch auf die CDU-CSU-Fraktion, die ihre Regierung wesentlich mitträgt. Und in diesem Sinne laufen wir zumindest auf dem Hill als Deutsche im Augenblick schon im Prinzip offene Türen an. Ja, vielen Dank. Was das Knüpfen transatlantischer Kontakte betrifft, ist die Adenauer Stiftung natürlich immer gerne hilfsbereit mit ihren Büros in Washington und New York. Das war als pro domo. Herr Kirschbaum, Sie sind seit 30 Jahren als Journalist in Deutschland tätig, aber Amerikaner, also ein Wanderer zwischen den Welten sozusagen, der von der einen in die andere Welt übersetzen kann. Wir haben es gehört in den Vorträgen, dass die öffentliche Meinung übereinander großen Schwankungen zu unterliegen scheint, gerade hier in Deutschland, von der Protestbewegung gegen W. Bush und den Irakkrieg zur Begeisterung über Obama und jetzt wieder der großen Vorbehalte gegenüber Donald Trump. Wie reagieren Sie darauf? Wie beobachten Sie das? Ist das für Sie etwas, was den Spielraum der Regierung auf beiden Seiten einschränkt oder beeinflusst? Ja, es stimmt schon. Manchmal ist es gut, einen amerikanischen Akzent zu haben, manchmal ist es weniger gut. Momentan nach Obama war das ganz gut, ich habe kein Problem damit, das war eigentlich eine schöne Zeit und bin ganz gern in Deutschland, wohne ganz gern hier. Wie gesagt, Trump ist immer voll von Überraschung, immer für eine Überraschung gut. Was mich am meisten jetzt überrascht mit Trump ist, dass er nicht presidential geworden ist in den letzten Monaten. Seine Pressekonferenz vor einer Woche war irgendwie peinlich und eine Katastrophe. Ich dachte, das würde sich ändern, hat es nicht gemacht. Aber viele Leute meinen, nehmen ihn nicht so ernst, wie wir heute gehört haben. Und ich bin auch immer noch ein Amerikaner, in dem ich optimistisch bin. Ich bin optimistisch, dass die Verfassung ihn eingrenzen werde, dass die Checks and Balances in den USA wirklich sehr wichtig sind. Wenn man in die Geschichte guckt, in den 30er Jahren mit Franklin Roosevelt, wie er probiert hat, das Verfassungsgericht aufzublähen mit seinen Freunden von 9 auf 15, ist kläglich gescheitert. Man hat gesehen, dass die Verfassung wirklich gut gehalten ist und wirklich sehr stark ist. Lesen Sie die Geschichte von Roosevelt und den Court Packing in den 30er Jahren, wenn Sie Angst haben, dass Trump viel zu Macht hat. Ich glaube nicht, dass er so viel Macht hat, wie manche in Deutschland denken. Ich bin viel in meinem Leben rumgeflogen. Letzte Woche war ich in einem Flugzeug nach München und plötzlich gab es unheimlich viel Turbulenzen. Ich habe noch nie erlebt in meinem Leben, Leute sind durch die Luft geflogen, Tomatensaft war an die Decke und diese 3 Minuten in dem Flugzeug werde ich nie vergessen, aber das Flugzeug hat gelandet. Von den tausenden Stunden, was ich unterwegs geworden bin, war diese 3 Minuten wirklich unvergesslich und ich denke, die Turbulenz, die wir in den nächsten 4 Jahren sehen werden, werden vielleicht ähnlich sein, wenn Trump so lange hält. Ich meine, diese Amtsentführungsverfahren ist schon eine wichtige Sache. Es gab noch nie einen Präsident, der so unpopulär war bei der Amtseinführung. Der ist unter 40% jetzt. Normalerweise dauert es 2 bis 4 oder 6 Jahren, bis ein Präsident auf dieses Niveau kommt. Trump ist wirklich sehr unpopulär jetzt. Und der Kongress in den USA, wie Sie wissen, ist voll von unabhängigen Köpfen. Die sind nicht abhängig von irgendwelchen Parteilisten und die haben ihre eigene Meinung. Und es gibt schon Wetten in London, habe ich gesehen, 50-50, dass Trump die 4 Jahre nicht hält, von Ladbrokes oder so. Das ist eine ernsthafte Wette, die man jetzt machen kann, dass Trump die 4 Jahre nicht hält. So bleiben wir gefasst. Ich werde den Sicherheitsgurt immer anschnallen. Im Flugzeug, auch wenn es nicht Turbulenz ist. Und ich glaube, wir sollen auch alle die Sicherheitsgürtel im Flugzeug anschalten. Wir haben das vorher gehört mit diesem Zitat obsolet. Das ist so typisch. Ja? Das ist, ein Amerikaner sieht das Glas als halb voll. Ich habe den Trump-Zitat gelesen, NATO ist obsolet, aber sehr wichtig. Ich habe das sehr wichtig gesehen und viele Deutsche, mit denen ich rede, die sehen das obsolet und die denken nur, oh, um Gottes Willen. Aber ich würde sagen, bleiben Sie optimistisch, wie vielleicht der Amerikaner. Der hat auch gesagt, das ist sehr wichtig. Nehmen ihn vielleicht nicht so ernst, wie auf der ersten Blick das manchmal ist mit Trump. Es ist schwer, er ist der Präsident, man muss ihn eigentlich ernst nehmen, aber es ist vielleicht besser, wenn man ihn nicht so ernst nimmt. Ich wollte wirklich die Verfassung in den USA sehr stark. Wenn Sie Angst haben, dann lesen Sie in der Nacht über die US-Verfassung, wie stark das ist, dann werden Sie besser schlafen.
Ein letzter Satz wollte ich sagen. Ich bin lange in Deutschland Journalist gewesen. Vor 6-7 Jahren bei der Wirtschaftskrise, Finanzkrise, war ich bei einer Verband der Autoindustrie-Veranstaltung mit Per Steinbrück, hat eine schöne Rede gehalten. Die deutsche Wirtschaft war am Zusammenbrechen, die Bruttoinlandsprodukt ist 4% geschrumpft. Und Steinbrück stand da vor dem Autoindustrie, ganz wichtige Industrie, wie Sie alle wissen, und wirklich gelitten hat von der Finanzkrise. Und er hat gesagt, kommen Sie gut durch die Krise. Er hat so viel Optimismus ausgestrahlt, habe eine schöne Geschichte darüber geschrieben. Und das finden auch, dass heutzutage könnte man eigentlich optimistisch sein, wie wir geheult haben. Es gibt so viele Checks and Balances und Trump wird nicht so gefährlich und nicht so Probleme, wie man ein pessimistisch denkt. Und es gibt, wie wir gehört haben heute, auch Chancen. Chancen, dass die Verteidigungshaushalte in Deutschland steigen. Es gibt durchaus positive, die vielleicht in den nächsten Jahren so abzugewinnen sind. Stephen Hadley, wir hören hier nicht nur heute, sondern in Deutschland insgesamt viele beruhigende Nachrichten. Wir sollen Trump nicht so ernst nehmen. Vielleicht steht er die 4 Jahre nicht durch. Die Macht ist begrenzt. Seine Partei oder der Kongress wird ihn einfangen, die Ecken abschleifen. Meine einfache Frage ist, was, wenn nicht? Wir haben ähnlich reagiert während der langen Vorwahlsaison, wo viele Experten, auch ich habe das gelegentlich gesagt, dachten, Trump wird bestimmt nicht gewählt werden. Das System spricht dagegen, die Orientierung der Republikanischen Partei und so weiter. Wenn ich mir die Leute angucke, die er jetzt um sich versammelt, die nicht vom Senat bestätigt werden müssen, die Sie nicht genannt haben während Ihrer Rede, Leute wie General Michael Flynn oder seinen Berater Steve Bannon, dann sind das Leute, die uns, glaube ich, hier in Deutschland eher Sorgen machen, im Unterschied zu Leuten wie General Mattis. Wie können Sie uns diese Sorge nehmen oder was ist die richtige Strategie, außer geduldig zu sein, mit diesem Konflikt umzugehen? Was ist Ihre Botschaft da für die Deutschen? I think I said, don't overreact to him in the initial phases. He isn't even president yet. But I would not say, don't take him seriously. I would take him very seriously. If you look at the campaign he waged, he did it large with the elites, the media, and the elites, the foreign military national security folks, completely against him. He did it with a very divided Republican Party, many people of whom walked away. He was predicted by all the pundits in the last 2 weeks that he would lose, and fairly badly. He had some bad shots 2 or 3 weeks out from the campaign. And I'm not sure the Trump people actually thought they were going to win. But when he did, and it's not just that he won the presidency, but the Republican Party held now both houses of Congress and now hold, I think, an unprecedented number of governorships and controls of state legislatures. So I would not underestimate this man. Secondly, I would not underestimate his willingness to take on conventional wisdom and to strike out on a new path and test assumptions. That's why I think it's going to be a rocky ride. Some of these things are going to work out famously. Some of them won't. Third, he, you know, and I don't know him. People who do say he really wants to be the best American president in history. Well, that's a pretty tall order. We've had some not so good. We've had some pretty good ones. But that's not a bad instinct. And he wants to do deals and solve problems. Well, you know, that kind of impetus is not bad either, because our politics has been through a decade or more of gridlock, where we have not solved our basic social and economic problems before us because of our political gridlock. And quite frankly, we have, in my view, have not led internationally as we should have. You know, the American brand doesn't look so good. And I think Trump knows that and wants to fix that. So I think he's a real work in progress. I think there's a lot of upside. I think there's probably a lot of downside. So take him seriously.
don't overreact in these early days, and as a number of people have said, engage him and engage his team and build a relationship with him, because he may be a terrific vehicle for getting a lot of good things done. And if he can solve some of our economic problems, get our political process going, in some sense show that the American model of our model of free markets and democracy really does perform and really is the right model, we could use that right now. So I'm hopeful because we need him to succeed, not just Americans need him to succeed. I think we all need him to succeed. Herr Heusgen, wenn wir Trump ernst nehmen, dann bestätigt sich doch eigentlich die größte Sorge, nämlich mit Blick auf Russland und der Sicherheit des NATO-Bündnisgebietes, insbesondere im Baltikum. Trump hat im Wahlkampf wiederholt gesagt, dass er mit Putin einen Deal schmieden wolle, dass die Artikel 5 Beistandsgarantie womöglich konditioniert wird unter ihm an ausreichende Verteidigungsausgaben und dergleichen mehr. Wenn Sie jetzt auf die ersten Wochen und Monate der Trump-Präsidentschaft schauen, was sind die Botschaften oder noch besser die konkreten politischen Beschlüsse, die Sie von der Regierung erhoffen oder sehen wollen? Und wie denken Sie, kann Deutschland darauf hinwirken, dass die zustande kommen? Also ich glaube, es wäre jetzt hier doch etwas anmaßend, wenn wir sagen, wie der Präsident, der künftige Präsident von seinen Ankündigungen, welche er jetzt umsetzt, wie er das angeht. Ich glaube, das ist zu früh zu sagen. Was erwarten wir? Wir erwarten, dass er Entscheidungen trifft, die er mit seinem gesamten Team, auch mit seinem Kabinett bespricht und dass es da nicht zu Entscheidungen kommt, die nur spontan sind, sondern die eben auch, wie gesagt, reflektiert sind. Was Russland anbelangt, kann ich nur wiederholen, was ich eben schon gesagt, Steve gesagt hat. Wenn man sieht, wie die Beziehungen zwischen USA und Russland in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich weitergekommen sind, ist der Ansatz, es neu zu versuchen, unvorbelastet auf den russischen Präsidenten zuzugehen, ein guter Ansatz. Und wenn dann ein Neuanfang funktioniert, ist das doch nur positiv. Nur was eben wichtig ist, dass man bei dieser Gelegenheit eben das macht auf der Grundlage von Wissen über die Zusammenhänge der verschiedenen Probleme, vor denen man sich sieht. Also ich hoffe, dass, wie gesagt, Entscheidungen auf der Grundlage von einer Beratung erfolgen und dass diese Beratung auch dann eben die ausländischen Partner einbezieht. Und deswegen hoffe ich ja, und ich höre das auch von Kollegen, dass die Kontakte zum Trump-Team da sind, dass zugehört wird, dass Interesse da ist. Und das muss ich jetzt dann nach dem 20. Januar dann umsetzen, auch in praktische Politik. Herr Jung, schon in Ihrer Zeit als Verteidigungsminister haben Sie sich ja dafür eingesetzt, dass Deutschland mehr Geld für Verteidigung ausgibt. Die 2% sind erwähnt worden. Herr Heusgen hat gesagt, darauf steuern wir weiterhin zu. Die Trendwende, die wir erlebt haben im letzten Jahr, soll verstetigt werden. Das soll weitergehen. Ist das eine Botschaft, mit der Sie und mit der die CDU in den Wahlkampf zieht, zu sagen, wir müssen wesentlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben? 2% ist tatsächlich unsere Zielmarke, auf die wir uns verpflichten. Und denken Sie, dass das einen sehr positiven Effekt auf die Trump-Regierung hätte, oder meinen Sie, dass das letztlich Zahlenzauber ist und Etiketten, die nicht wirklich die Instinkte der amerikanischen Regierung verändern werden? Also ich glaube, dass es von der Sache her notwendig ist. Ich kann das nur noch mal unterstreichen. Ich kann mich erinnern an mein erstes Gespräch in Washington damals mit meinem Kollegen Rumsfeld. Die erste Frage, die er mir gestellt hat, wann wird Deutschland die 2% erreichen? Damals hatten wir noch 1,4%. Heute haben wir 1,18%. Das heißt, dass wir hier mehr tun. Und Kollege Hart hat darauf hingewiesen, dass wir eine 8%ige Steigerung jetzt im Verteidigungsetat haben. Das halte ich für richtig. Wobei ich auch eins für wichtig erachte, dass man den Gesamtkomplex etwas deutlicher unterstreicht. Wir haben ja
die Strategie der vernetzten Sicherheit, wenn Sie so wollen, im Weißbuch damals angefangen und dann in der NATO als Comprehensive Approach auch mitbewirkt. Das heißt, dass man auch die Gesamtleistung sieht. Das heißt, dass man eben den militärischen Teil sieht, dass man aber auch sieht, was ansonsten, sei es im Entwicklungsbereich, sei es humanitär, weil das alles irgendwo was miteinander zu tun hat, wenn es um die Frage auch von Sicherheit geht. Und das auch in einem Gespräch deutlich zu machen, halte ich für richtig, unabhängig von der Frage, dass wir mehr tun für Verteidigung. Zweiter Punkt, ich glaube, dass, und ich kann das nur unterstreichen, was Steve Hadley da gesagt hat, dass auch der neue Präsident, er ist, wenn ich das richtig einschätze, natürlich daran interessiert, dass er letztlich auch Erfolg hat. Und Erfolg wird er haben, wenn er sowohl im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in den Bereichen von Außensicherheitspolitik hier im Konzert sozusagen mit den befreundeten Staaten hier eine gemeinsame Strategie auch entwickelt, was diese Fragen von Außensicherheitspolitik anbetrifft. Und deshalb bin ich auch sehr optimistisch, dass das im Hinblick auf die NATO sich weiterhin positiv entwickeln wird. Also ich habe den neuen Verteidigungsminister noch als General kennengelernt, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Nur dass wir, und das hat der Kollege Hart aus meiner Sicht zu Recht gesagt, dass wir auch als Europäer hier in Deutschland einen Beitrag zu leisten haben, das glaube ich ist richtig. Wobei man auch darauf hinweisen sollte, schauen Sie, wenn ich jetzt sehe, im Hinblick auf das Baltikum und Polen, unbestreitbar europäisch, wer stellt die entsprechenden Bataillone? Die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Deutschland und Großbritannien. Die Spanier stellen jetzt noch 300. Also ich will damit nur sagen, wir müssen in Europa schon, wenn es gerade auch um letztlich eigenen Bereich geht, und da reden wir über eigenen Bereich, dort mehr tun. Zweitens, ich glaube auch, dass wir in der Abstimmung NATO und Europa durchaus, und das hat, glaube ich, Heusken zu Recht gesagt, wieder uns durchaus die Frage stellen, wo ist es klüger, dass die NATO was macht und wo ist es klüger, dass Europa was macht. Wir hatten uns damals verständigt, als es um den Kongo-Einsatz ging, dass das europäisch sinnvoll ist. Das haben wir europäisch gemacht. Nur habe ich auch da die Erfahrung gesammelt, deshalb ist das Hauptquartier so wichtig. Vergesse nie, wir hatten uns geeinigt zwischen Frankreich und Deutschland, je ein Drittel und ein Drittel sollte Europa stellen an Truppen. Ja, letztlich waren es wir, die wir zusammenstellen mussten. Von Europa war da nicht so viel Handlungsfähigkeit gegeben. Das heißt, dass wir hier effektiver werden insgesamt, das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein letzter Punkt, das hat auch was mit Sicherheit und Verteidigung zu tun. Dort hat sich natürlich seit, wenn ich das so sagen darf, meiner Zeit als Verteidigungsminister im Verhältnis zu Russland erhebliches verändert. Ich kann mich gut erinnern, als ich mit meinem Kollegen Bob Gates über die Frage gesprochen habe und gemerkt habe, wie der damalige Kollege Sergei Ivanov sensibel war im Hinblick auf das Raketenabwehrzentrum, Raketenabwehr, dass wir gesagt haben, ist es vielleicht klug, Russland mit einzubeziehen. Bob Gates ist damals nach Moskau, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Aber das hat sich völlig, weil, und da hat Steve Hadley vollkommen recht, weil Russland sich völlig jetzt außen vor begeben hat, weil Russland, und ich kann mich auch erinnern an die Rede, die Putin damals bei der Sicherheitskonferenz gesagt hat, Augenhöhe mit Amerika, seine eigene Position nicht sozusagen einbezogen in den Westen, da hat sich erheblich was verändert. Ich halte es deshalb für richtig, dass wir auch weiter versuchen, im Dialog zu bleiben. Aber wenn ich sehe, der Deal mit Ukraine, der hier klar verletzt worden ist, die europäische Friedensordnung, die verletzt worden ist, also hier muss sich Erhebliches verändern, um dort wieder zu einer anderen Situation zu kommen. Und deshalb, glaube ich, bin ich auch optimistisch, wenn dem neuen Präsidenten es dort gelingen sollte, sich wieder, dass es dort wieder zu einer anderen Situation kommt. Wir haben damals von strategischer Partnerschaft und so weiter gesprochen. Dann könnte ich das nur begrüßen. Ich habe nur meine Zweifel, ob im Hinblick auf die Position Russland, insbesondere Putins, das als realistisch anzusehen ist. Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder Beobachtungen zu formulieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich vorstellen könnten, das Mikrofon benutzen, das ist wichtig für den Livestream, und vielleicht auch direkt einen unserer Panelisten spezifisch ansprechen. Ich glaube, wir haben Mikrofone auch oben auf der Galerie, also alle können, die wollen. Der erste war der Herr hier vorne, bitte. Hallo, okay. Mein Name ist Stefan Ossenkopp, ich bin von dem Verlag EIR. Ich hätte eine Frage an, wenn es geht, Herrn Hadley und Herrn Heusken. Es betrifft die wohl anvisierte Reorganisierung der
amerikanischen Nachrichtendienste, wie sie wohl von der Trump-Administration anvisiert wird. Dazu soll ja der ehemalige General Flynn auch diese Aufgabe übernehmen. Und dem kann man ja nicht gerade Unerfahrenheit nachsagen. Meine Frage ist die, dass diese Reorganisierung oder vielleicht auch Säuberung, wenn man polemisch sein will, der Nachrichtendienste kommen wird. Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe. Das eine ist, der amerikanische Wähler hat ja ein Ende der Regimewechselkriege gefordert und fordert die Trump-Administration dazu auf. Und diese Kriege begannen nun mal auch mit gefälschten Beweisen, die innerhalb der gesamten nachrichtendienstlichen Behörden herumgereicht wurden. Und das zweite ist auch ein persönliches Motiv, durch Herrn Trump, weil ja das letzte Dossier, dieses berüchtigte 35-Seiten-Dossier, das gegen ihn zirkuliert, auch durch die amerikanischen Nachrichtendienste vorbereitet wurde, aber das auf dem MI6 und einem ehemaligen MI6-Nachrichtendienstler fußt, wurde ja offensichtlich auch als ein gefälschtes Beweismittel nachgewiesen. Insofern hatte da auch ein persönliches Motiv. Welche Auswirkungen wird diese Säuberung oder Veränderung, Reorganisation der Nachrichtendienste auf die transatlantischen Beziehungen haben, Ihrer Meinung nach? Dankeschön. Wollen wir ein paar Fragen sammeln? We collect a couple of questions. Frau Amin. Drücke ich hier? Ist es an? Ja. Okay. Amin, Kompaktmagazin. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Heusgen. Ich glaube, ich muss das mal so hinmachen. Geht es besser so? Es wurde davon gesprochen, dass europäische Regierungen durchaus beratend und Hilfestellung leistend an den neuen Präsidenten herantreten sollen. Aber das Council of Foreign Affairs geht noch weiter in der Publikation und sagt, Berlin sollte doch vielleicht gegebenenfalls auch dem Weißen Haus Kontra geben. Sehen Sie die Möglichkeit oder die Situation auf sich zukommen, dass die Kanzlerin vielleicht das Staffelholz der transatlantischen Beziehungen stärker tragen wird als bisher, also vielleicht auch mehr auf ihren Schultern als jenseits des Atlantiks? Danke. Und als drittes noch General Naumann, bitte. Bereits vorgestellt, General AD, vielleicht der längste oder älteste Kollege von Steve Hadley, vor 30 Jahren in der High-Level-Group der NATO, als wir uns mit Fragen der atomaren Abrüstung und Rüstung befassten. Ich habe folgende Frage. Wenn wir die berechtigte Forderung der Vereinigten Staaten, mehr in die NATO zu investieren und uns schrittweise der 2%-Formel anzunähern, betrachten, dann ist das für eine Administration Trump eine fortgesetzte Möglichkeit, ständig in der Initiative zu sein und ständig neue Forderungen an uns zu stellen. Wenn wir das eine genommen haben, wird es eingesteckt und die nächste Forderung wird draufgelegt. Das ist eine gute, bekannte amerikanische Taktik. Wäre es nicht sinnvoller zu überlegen, was wir von uns aus anbieten können zur Verbesserung unserer Leistungen? Dinge, die benötigt werden, da gibt es viele. Die Verteidigungsministerin wird sie mühelos an zwei Händen aufzählen können. Das beim nächsten NATO-Gipfel einzubringen als eine deutsche freiwillige Vorleistung und damit die Forderung zu verbinden, dass wir ein neues strategisches Konzept der NATO erarbeiten, das die Vereinigten Staaten einbindet und das auch damit begründen, dass das alte Konzept von 2010 ja auch deswegen überholt ist, weil es von der Grundannahme ausgeht, Russland sei ein Partner. Und diese Annahme besteht heute nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einem solchen Ansatz, wir leisten etwas und fordern dafür als Gegenleistung von den USA die Mitarbeit an einem neuen strategischen Konzept, das würde die Administration Trump einbinden und würde ihnen das Instrument aus der Hand nehmen, ständig Einzelforderungen zu stellen und uns mit Sommersprossen tot zu machen.
Ja, vielen Dank. Neues strategisches Konzept, Nachrichtendienste, auch die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste und überhaupt die Rolle Deutschlands, vielleicht auch als Korrektiv gegenüber Washington im transatlantischen Verhältnis. Herr Heusgen, darf ich Sie bitten anzufangen, weil mir gesagt wurde, dass Sie in 10 Minuten uns schon verlassen müssen wegen eines Termins im Kanzleramt. Ja, zur ersten Frage, was die Nachrichtendienste anbelangt. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich die jetzige Struktur amerikanischer Nachrichtendienste genau verstehe und deswegen werde ich den Teufel tun und jetzt irgendwelche Empfehlungen geben oder Kommentare geben für geplante Umstrukturierungen. Einen Punkt will ich aber machen. Amerikanische Nachrichtendienste, deren Erkenntnisse, die Zusammenarbeit mit unseren Nachrichtendiensten sind für uns überlebenswichtig. Was wir aufgrund von amerikanischen Nachrichtendiensten bei unseren Operationen im Feld, was wir terroristische Anschläge, die vereitelt worden sind, auch in jüngster Zeit, ohne amerikanische Nachrichtendienste wäre das nicht gelungen. Von daher, was immer umorganisiert wird, unser Interesse wird sein, dass wir in der Zusammenarbeit so eng weitermachen können, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Was die amerikanische Politik anbelangt und Kontra geben, so, Sie werden gesehen haben, dass im gesamten Wahlkampf die Bundeskanzlerin zu keiner Äußerung, die im Wahlkampf kam, irgendwie einen Kommentar abgegeben hat. Wir werden jetzt sehen, wie die ersten politischen Schritte sind. Und wenn dann Schritte erfolgen, die gegen deutsches Interesse sind, die nicht auf dieser Grundlage, wie wir glauben, dass sie stehen sollten, dann wird die Bundeskanzlerin das auch entsprechend tun. Ich erinnere mich, Steve, unsere erste Begegnung Anfang 2006, als die Bundeskanzlerin Washington besuchte und Präsident Bush besuchte, gab sie vorher ein Interview mit dem Spiegel. Und da hat sie auch gesagt, also was mit Guantanamo ist, dass, damit ist sie nicht einverstanden, da ist sie anderer Meinung. Und da hat sie kein Blatt vor den Mund nicht. Und das wird sie, wenn es notwendig ist, dann auch wieder tun. Ich glaube auch, dass auf der Grundlage des Fundamentes, das ich eben beschrieben habe, dass wir das machen können und machen müssen und die Gemeinsamkeiten dann suchen. Und ich erinnere mich noch, als dann Präsident Bush seinen Abschiedsbesuch gemacht hat, dann war der ähnlich nostalgisch wie der Besuch mit Präsident Obama vor 2 Monaten. Herr Naumann, die Bundesministerin für Verteidigung hat einen solchen Plan ja schon auf den Tisch gelegt. Es gibt den 130 Milliarden Euro Investitionsplan, ganz genau aufgegliedert, was in den nächsten Jahren zur Weiterentwicklung der Bundeswehr auch in Anbetracht der neuen Herausforderungen getan werden muss. Ich sage ja auch, und ich habe auch gar nicht gesagt, dass wir diese, wenn wir jetzt auf 2% gehen wollen, hängt natürlich auch immer davon ab, wie sich das Bruttosozialprodukt entwickelt. Also ich bin ja einer der wenigen, der ein großer Anhänger einer schweren Rezession ist, weil wir dann sehr viel schneller bei den 2% sind. Nein, aber im Ernsthaft, wir haben natürlich aufgrund der verschiedenen Herausforderungen und der verschiedenen Herausforderungen, die auf uns zukommen, einfach den Bedarf mehr zu machen. Und ich glaube, das sollten wir, wie Sie gesagt haben, aus eigenem Interesse machen, auf den Tisch legen und eben aber auch nicht isoliert machen, sondern ich halte es für unglaublich wichtig, dass wir das verzahnen mit unseren europäischen, ich meine, Sie als General wissen das viel besser, immer die Beispiele von wie viele verschiedene Panzerflugzeuge und so weiter es gibt, sondern da müssen wir sehen, dass wir da mehr machen können und dann 37, und dann ist das strategische Konzept, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob wir das als Forderung an Amerika, ich glaube, wir müssen einfach, wie Sie gesagt haben, die Welt hat sich verändert und wir sollten zum gemeinsamen Schluss kommen, aus gemeinsamem Interesse, ein neues strategisches Konzept zu erarbeiten. Da bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Ich muss mich im Übrigen jetzt in ein paar Minuten verabschieden, will das jetzt schon mal vorweg tun, weil ich zum letzten Mal wahrscheinlich hier das Mikrofon habe. Vielen Dank, Herr Heusgen. Stephen Hadley. Well, before Christoph leaves, let me reassure you about one thing.
My experience with Chancellor Merkel is she doesn't need to be encouraged to stand up to an American president when she thinks the American president is wrong. I saw her do it quite regularly. And when they really got into it, I think she won more than she lost. And Christoph knows, can give you some chapter verse of things we failed on. And yet, I think she was one of President Bush's favorite leaders. Why? Because he admired leaders who had the courage to make hard decisions for the good of their country. That was his criteria of a leader he respected, and she was at the top rank of that list. So, you know, Council on Foreign Relations can say what it wants, but, you know, she doesn't need encouragement to stand up to American presidents. She does it when she thinks it's important, and I've seen it. And yet Bush respected her precisely for that reason. On General Nauman's suggestion, I think it's a terrific suggestion. Look, the problem with the 2% is everybody, I mean, this will be unpopular. When I started in this business, you know, 30 years ago, when you took me and showed me the wall before it came down, you know, we were talking about 3%. And even that was viewed not as much. The United States was in 6 or 8%. So, you know, I don't think everybody should rest on their laurels when they reach 2%, because in the way the world is heading, that's probably not enough. I really subscribe to this notion of preempting and taking the lead and making your own judgments about what needs to be done in terms of the defense commitment that Germany believes is required for its own interests. Make that commitment, and then couple with the invitation to do the strategic review. You know, it fits exactly what Trump is looking for. He wants to question fundamental assumptions. He thinks NATO is obsolete. Let's put that to the test and do a review of the strategic concept. And secondly, you know, I think, and it's not just Trump, I think it's the mood of the American people. If other friends and allies take leadership and take their own goals and show they're making a greater commitment, that is makes it much more likely the Americans will say, well, you know, if they're gonna do that, they are worth supporting. They are a good investment because they are investing themselves. That's, you know, Trump is a business guy. He'll understand that. I think that's a great suggestion. I don't want to be unfair to you, because it may have been the translation, but it was translated as faked evidence to go into regime change wars, and that the dossier was prepared by U.S. intelligence services. And it's, I think, very important to be precise. Iraq was not based on faked evidence or faked intelligence. It was intelligence that was wrong. And those are very important, that's a very important distinction. It was not because any American president or the leaders of the other countries who joined in the effort in Iraq misled their people by putting forward false, faked intelligence that they made up to mislead their people and build support for the wars. That was looked into and was seen not to be the case. The truth was the intelligence turned out to be wrong. And it's very important that we make those distinctions. Look, we've been doing intelligence reorganizations ever since 9/11. We had statute in 2003, 2004. We did it again after some problems we had later on. The CIA's done a reorganization. So is the new administration going to look intelligence organization? Sure. They ought to, because the world keeps changing. And as Christoph said, the demands for intelligence and the burden they carry in defending our societies keeps going up. What they need to do is in a systematic way. And I think the press reports suggest that the NSC and Mr. Flynn may have gotten out of head of the rest of the government, and they kind of pulled it back. They don't yet have a CIA director who's confirmed. They didn't even have a director of national intelligence announced. And to go forward with an intelligence reorganization in which they would have no role wouldn't really be very smart.
So I think you will see intelligence reform. I think, again, this sort of questioning assumptions, re-looking at conventional wisdoms, probably a good thing. I just hope it's done in a fair way. What about my second point, the Christopher Steele? What about my second point, the Christopher Steele MI6 dossier that was a fake dossier that was presented to Obama and Trump and just reported by BuzzFeed and CNN, I guess? Right, but it wasn't prepared. The translation I got was prepared by the intelligence service. It wasn't prepared by our intelligence services. It was prepared by a former MI6 employee hired by a private contractor, paid by somebody who wanted to find dirt on Trump. That's what it was. And the debate in the United States is, why would you take a document like that, prepared by a private company for an interesting purpose with a former MI6 guy, and think it was, and put it as an appendage to an intelligence report that you would show to the president and the president-elect? That's the debate. And you have intelligence people coming out and saying, yeah, it is a dossier. We can't confirm any of it. So the debate in the United States is not about misleading. It is, why would an intelligence service take a document that they had no responsibility for and had not really vetted and decide they would give it to the president and the president-elect? That's the debates going on in the United States. It's almost a tradecraft event, the debate. Anyway. Bringen wir weitere Stimmen in die Debatte. Josef Brammel. Josef Brammel, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Meine Frage bezieht sich auf die sich anbahnende Rivalität zwischen den USA und China. Wird die unter Donald Trump noch verschärft werden? Wenn ja, und der Teil richtet sich dann stärker an die Vertreter der deutschen Politik, können wir oder was können wir tun, um diese Rivalität zu entschärfen? Wir haben ja Wirtschaftsinteressen mit beiden, mit den USA und mit China. Und die Dame hier in der Mitte, bitte. Ja. Laura Krug, ebenfalls Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir haben viel über die 2% heute gesprochen. Ich glaube, mehr Geld für Verteidigung bedeutet aber lange noch nicht bessere Verteidigung. Wir haben auch viel darüber gesprochen, dass Trump ein Dealmaker ist. Jetzt frage ich mich, welchen Deal könnte man Trump denn in Bezug auf Spezialisierung, Kooperation im Bereich der NATO anbieten? Und welche konkreten Auswirkungen hätte das denn dann auf die GSVP? Frage richtet sich sowohl an Herrn Hadley als auch an die Abgeordneten. Danke. Herr Hart, möchten Sie beginnen? Also natürlich beobachten auch wir die veränderte Entwicklung in der Außenpolitik Chinas, die nach vielen Jahrzehnten, in denen wir China immer so bewertet haben, dass wir gesagt haben, es ist ein Land, das wirtschaftlich Geltung erlangen will, aber nicht militärisch Geltung erlangen will. Das hat sich möglicherweise geändert. China investiert ja massiv in die Aufrüstung der Streitkräfte und irritiert damit Kollegen und Partner und Freunde in der Region, sowohl Partner Chinas als auch Partner des Westens. Ich glaube in der Tat, dass natürlich der gesamte Erfolg Chinas nicht auf der regionalen oder internationalen militärischen Geltung fußt, sondern auf der enormen Wirtschaftskraft, die in diesem Land liegt und in der schieren Größe, die dieses Land auch als Markt repräsentiert. Und ich glaube, dass tatsächlich über die wirtschaftlichen Kontakte auch diese Themen am besten mit zu bearbeiten sind, denn an einer Verschärfung des Klimas in militärischer Hinsicht in der südchinesischen See oder gar im gesamten Pazifikraum kann kein Interesse sein. Wenngleich amerikanische Militärs, der amerikanische Oberbefehlshaber im Pazifik auf der Halifax-Sicherheitskonferenz auch gesagt hat, es gibt halt in meinem Raum das Thema Nordkorea, das sei im Übrigen die größte Bedrohung des Friedens in der Region, dass über Nordkorea es zu Konflikt kommt oder sogar mit Nordkorea selbst. Und zweitens, dass natürlich diese Aktivitäten in China kritisch sind. Und wenn man bedenkt, dass der
japanische Ministerpräsident Abe ja vor allem deshalb wohl nach New York ins Trump Tower gefahren ist, um ein klares Commitment des amerikanischen President-Elected zu bekommen. So nach dem Motto, ich komme schnell bei dir vorbei und bringe zwei Kreuzer mit. Also das ist jetzt meine etwas satirisch überspitzte Aussage. Und er letztlich in dieser Frage zunächst mit freundlichen Worten, aber letztlich leeren Händen zurückgegangen ist, zeigt das, dass es keinen Sinn macht, unvorbereitet und überstürzt an den neuen amerikanischen Präsidenten mit Forderungen, Wünschen und Erwartungen heranzutreten. Denn im Zweifel wird man sich in Peking darüber gefreut haben, dass Trump sich doch sehr diffus nur geäußert hat zu der Frage der Rolle Amerikas als Sicherheitsfaktor in dieser Region. Und dann war die zweite Frage, das war die Frage, welchen Deal können wir anbieten? Also ich möchte an einem Punkt schon, es wäre natürlich schon schön, wenn wir bei der Bewertung, wie viel leisten wir für den Frieden, nicht nur die Panzer und Soldaten mit einbeziehen würden, sondern das gesamte Setting, was wir da machen. Ja, also das geht ja in Deutschland schon damit los, wenn ein Polizist aus Nordrhein-Westfalen das macht, dann zählt das nicht dazu. Wenn aber ein Bundespolizist Ausbildung in Afghanistan macht, dann zählt das in diesen Anteil rein. Das ist jetzt keine relevante, vielleicht nicht relevante Größe, aber generell tut Deutschland natürlich enorm viel im Sinne nachhaltiger Krisenbewältigung und humanitärer Hilfe. Und wenn wir sagen würden, okay, 2% nicht, aber dann 2,5 oder 3% und dann kommen die zivilen Elemente mit rein, dann würden wir vielleicht auch zu einem etwas faireren Bild noch kommen. Aber in der NATO haben wir uns seit vielen Jahrzehnten im Grunde auf diese 2% kapriziert und deswegen müssen wir dem auch ein Stück entsprechen. Ich glaube, dass im Blick auf die Effizienzsteigerung unserer Verteidigungsanstrengungen allerdings noch mehr Musik liegt in dem Bereich der stärkeren Zusammenarbeit in Europa. Also man kann ja zum einen sagen, wir rüsten auf, aber man kann auch sagen, wir verzichten auf Ineffizienzen und Doppelungen, die wir bei den europäischen NATO-Partnern haben. Ich finde, man muss beides tun und ich finde, man muss beides auch vernünftig darstellen. Also wir stellen, glaube ich, tatsächlich unser Licht gerne unter den Scheffel, anstatt dass wir vielleicht auch manchmal ein bisschen offensiver mit den Fähigkeiten und dem, was wir tun, antreten. Wir werden nächste Woche im Deutschen Bundestag beschließen, dass die Bundesrepublik Deutschland mit 1.000 Soldaten in Mali präsent sein wird. Das wird dann der größte Bundeswehreinsatz sein, den wir im Augenblick fahren, was im Übrigen in Frankreich sehr positiv bewertet wird. Das sind so Dinge, über die wir offensiver und positiver reden müssen. Stephen Hadley. I'll be very brief, but I wanted to respond to your comment on defense. I think I'm all for the 2%, but look, it's not about dollars, it's about military, usable military capability. And so at the same time we talk about the 2%, we ought to be talking about proposals to enhance the capability and effectiveness of those forces, and if that requires defense reform, then defense reform ought to be part of the package. And second of all, you know, a number of people mentioned, it's not just the military. We need, for the challenges we face, these non-military tools of development and all these other things we know about that we've all, and particularly my country, has been under-investing in. We're going to need those, so that needs to be part of it. How do we avoid the foreign security policy problem? We do this together, in conversation together, and that's why the idea is to do it as a NATO project so we're all sitting together and working out the game plan together is the way to do it. Ja, vielleicht noch zwei Anmerkungen im Hinblick einmal auf das Thema China. Ich glaube, da muss man auch mal die weitere Entwicklung abwarten. Also alles, was ich von gestern von Davos höre, wo ja nun der chinesische Präsident da war und ein enger Berater auch von dem künftigen Präsidenten, klang das schon wieder etwas völlig anders, als ich das teilweise in den vergangenen Wochen in Zeitungen gelesen habe. Ich glaube nur, Sie haben ja gefragt, was können auch wir tun. Ich glaube, dass es einfach notwendig und richtig ist, dass wir die Gespräche aufnehmen, dass wir in den Dialog eintreten, dass wir auch unsere Sicht hier deutlich vortragen. Und dann bin ich relativ sicher, dass wir auch zu einer gemeinsamen Positionierung auch in dieser Frage kommen. Noch einmal zu dem Thema Verteidigung. Sie haben in einem Punkt völlig recht, dass es eben nicht nur ein Thema ist, wo man sagen kann, es geht nur ums Geld. Wenn ich mal den Beitrag sehe, den wir in Europa leisten, schauen Sie, wir geben in etwa 200 Milliarden Euro aus für Rüstung. Aber wir sind allenfalls so 15% so effektiv wie die Amerikaner.
Das heißt, wir haben 37 unterschiedliche Transportsysteme und so weiter, brauche ich alles hier nicht aufführen. Aber da müssen wir auch wirklich jetzt mal die Kraft haben, auch in eine vernünftige Kooperation einzutreten. Natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen, das muss man ehrlicherweise auch sagen, um auch hier zu mehr Effektivität zu kommen. Aber ich bin, das will ich vielleicht, habe ich vorhin noch etwas unterlassen, will ich aber jetzt doch hinzufügen. Ich bin im Hinblick auf diese europäische Entwicklung durchaus deshalb ganz hoffnungsvoll, weil ein Stück, das muss man ehrlicherweise sagen, in Europa die Briten eher da etwas dagegen gestanden haben. Und da hat sich jetzt eine andere Situation ergeben und der deutsch-französische Vorschlag zu dem Hauptquartier kommt ja auch gerade aus dem Punkt. Aber eins will ich noch einmal unterstreichen, weil das habe ich nicht vorhin umsonst gesagt. Wir haben in der NATO den Comprehensive Approach beschlossen. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir eben nicht nur das Militärische sehen, sondern dass, wenn wir erfolgreich sind, die Dinge im Gesamtzusammenhang sehen. Und von daher gilt auch, wie ich finde, wenn man über diese Fragen redet, was man im Grunde genommen tut, um im Bereich Zivilentwicklung, Polizei und so weiter, weil das auch letztlich zu einer Sicherheitsstruktur gehört. Auch das gehört zum gesamten Umfeld, wenn ich über die Frage der künftigen Strategie, auch was die Frage der Sicherheit anbetrifft, letztlich diskutiere. Herr Kirschbaum, immer wenn wir über die transatlantischen Beziehungen diskutieren, in Foren wie diesem hier, reden wir am Ende über Sicherheit oder allenfalls noch Handelspolitik. NATO, TTIP, das sind so die Themen, die unsere transatlantische Diskussion, die deutsch-amerikanische, bestimmen. Und das ja auch aus gutem Grund. Aber manchmal denke ich, ist es nicht eine Verengung eigentlich der Breite der Themen, die unsere beiden Länder verbinden? Wir könnten noch viel mehr über Bildung reden, über Einwanderung, über Sozialsysteme. Gibt es nicht noch viel mehr Felder, die wir nutzen könnten, um auch diese Bindung zwischen Deutschland und Amerika zu vertiefen und zu kräftigen, die wir in den anderen Bereichen brauchen? Wie sehen Sie das? Was haben Sie für Ideen, wie man das noch in die Breite tragen könnte, über die Medien und in die Gesellschaft hinein? Ja, das stimmt. Es kommt immer wieder auf Verteidigung und Sicherheit, aber es gibt dann auch viele interessante Themen in dem Bereich auch. Die RIAS-Stiftung ist ein wunderbarer Austausch für Journalisten zwischen Deutschland und USA, und ich erlebe das ganz gern, wie die deutschen Journalisten so viel über den USA erfahren in den 3 Wochen da, und die Amerikaner, die kommen nach Deutschland und erzählen, das hat ihr Leben geändert und die haben tolle Dinge erlebt. Klar, ich würde mir wünschen als Amerikaner, dass die Amerikaner mehr über Deutschland wussten und mehr über Deutschland lesen würden, aber wie wir auch gesehen haben, gibt es ganz wenig Berichterstattung über Deutschland in Europa, in den USA. Die öffentlich-rechtliche System in Deutschland finde ich ganz toll, dass es 8 Milliarden Euro gibt für so viele tolle Programme. Ich wünsche mir, dass in den USA es sowas gäbe wie ein breites öffentlich-rechtliches Fernsehsystem wie in Deutschland. Ich glaube, sowas wie Trump, das ist meine Meinung, wäre gar nicht möglich, wenn die Amerikaner so besser informiert wären wie in Deutschland. Und das versuche ich den deutschen Journalisten zu erklären. In den USA ist die Medien, vor allem die TV-Medien, alles Kommerz. Es ist alles abhängig von Werbeeinnahmen und Quoten, und dadurch ist es immer oberflächlicher und weniger geworden. Ich glaube, in der Welt, ich schreibe auch nebenbei für Los Angeles Times. Los Angeles Times war mal eine ganz tolle Zeitung mit, glaube ich, 40 Korrespondenten, Auslandskorrespondenten in der Welt. Jetzt gibt es in Europa gar keine feste Los Angeles Times-Korrespondenten in Europa. Der letzte in London ist vor einem Jahr eingestellt worden, so laute Freelancer wie ich. Aber es ist echt schade, dass eine super Zeitung wie Los Angeles Times, was vorher unheimlich viel über die Welt berichtet, so gut wie nichts. Ja, denn wenn ich irgendwas mir wünschen könnte, wäre es, dass die Amerikaner mehr über das Ausland, vor allem Deutschland und Europa, auch erfahren könnte und dass die Interesse hoch bleibt. Und ich will keine große Werbung für RIAS machen, aber es ist ganz toll, dass es diesen RIAS-Austausch gibt, und ich freue mich jedes Jahr, dass 40 Journalisten über die andere Seite sehen könnten. Und ich hoffe, dass mehr solche Programme vielleicht entstehen könnten. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Mit Blick auf die Zeit kann ich Ihnen sagen, dass einer der vielen angenehmen Aspekte dieses Jobs als Moderator hier der ist, dass ich nicht mal ein Schlusswort sprechen muss. Ich brauche diese Podiumsdiskussion nicht zusammenzufassen, sondern ich brauche nur meinen Panelisten hier zu danken. Herzlichen Dank, dass Sie hier zu uns gesprochen haben. Vielen Dank. Und kann dann gleich weitergeben für das Schlusswort an den Abgeordneten Hahn. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Diskussionspodium. Franz Josef Jung hat mir eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe gestellt, muss ich sagen. Er hat gesagt, ich soll Klarheit nach dieser Diskussion verkünden auf die Frage, wie der neue Präsident Trump die Außenpolitik und die transatlantischen Beziehungen gestalten wird. I'm still confused, but on a higher level, kann ich da nur sagen, nach dieser Diskussion. Aber ich versuche es mal so zusammenzufassen, mit einem Bild. Wir haben die Situation, dass nach vielen, vielen Jahren ein Ehepartner vielleicht ein Stück weit die Existenzberechtigung der Beziehung mal in Frage stellt. Nach 70 Jahren, also nach Marshallplan, nach vielen Dingen, die man gemeinsam erlebt hat, Wiedervereinigung etc., Dinge, wo wir auch dankbar sind, viele gemeinsame Dinge unternommen haben, Projekte, die erfolgreich waren, hat vielleicht der eine Partner einfach den Eindruck, dass der andere Partner ihm zu sehr auf der Tasche liegt. Hat man vielleicht den Eindruck, dass der eine Partner sich auf Kosten des anderen Partners besser entwickelt hat als man selbst? Hat man vielleicht die ständige Nörgelei des einen Partners einfach ein Stück weit auch satt? Und ist es vielleicht einfach die Charakter des einen, einfach mal die Dinge auf den Kopf zu stellen und eben in Frage zu stellen? Was ist also in einer solchen Situation zu tun? Als erstes, wir sollten so eine Situation annehmen. Wir sollten sie ernst nehmen. Wir sollten sozusagen den ersten Schock, den wir ja auch so artikuliert haben, schnell überwinden. Wir sollten nicht beleidigt sein und nicht überreagieren, sondern wir sollten erstmal die Dinge genau bedenken und vor allem ins Gespräch kommen, miteinander reden, sich austauschen, sich wieder im Zweifel wieder verstehen lernen, sich klar machen, was eigentlich das Wertefundament dieser gemeinsamen, so langen, erfolgreichen Beziehung ist, gemeinsame Werte, Handel, Sicherheit, den Nutzen rausstellen. Und wir sollten selbstbewusst aufzeigen, was unser Part eigentlich bisher in dieser Beziehung auch war und weiter sein soll. Und wir sollten uns auch klar machen, was wir auch in Zukunft einbringen wollen. Und klar ist auch, dass in einer Beziehung es immer wichtig ist, dass beide Partner sich gegenseitig auch als attraktiv empfinden. Also nochmal, Fazit, Klarheit, vielleicht ein bisschen Klarheit, was wir jetzt zu tun haben. Erstens Kommunikation, zweitens tatsächlich auch an unserer Attraktivität arbeiten. Die Frage ist, wie wir uns in der NATO einbringen. Zur Attraktivität gehört im Übrigen auch, dass der Partner sich vielleicht als überraschend unabhängig auf einmal darstellt und selbstständig. Das heißt, wir sollten tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen. Wir sollten unsere eigenen Instrumente stärken im Bereich der Sicherheit. Mehr Europa im Großen wagen. Der Gedanke beispielsweise einer europäischen Armee, so war es der Gedanke von Franz Josef Strauß, war nicht tatsächlich eine gemeinsame Armee aufzustellen, sondern in der Lage zu sein, Europa gemeinsam zu verteidigen. Also insgesamt, und ich glaube, das ist ein gutes Wort, mehr für mehr zu bekommen. Und daran sollten wir erstmal auch an einem Mehr bei uns anfangen. Und dann sollten wir die Dinge so annehmen. Und dafür wünsche ich uns alle viel Erfolg. Und deswegen war diese Veranstaltung auch ein sehr wichtiger und guter Schritt. Und in diesem Sinne sollten wir die Kommunikation weiter pflegen. Ich freue mich auf viele Gespräche und Jürgen Hart hat es angesprochen, so viel rüberreisen wie möglich. Ja, das stimmt, aber auch so viel einladen wie möglich und die Gelegenheiten nutzen. Vielen Dank und vielen Dank, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und natürlich an das Panel herzlichen Dank für die sehr, sehr gute Diskussion.